preiswerte FIFA-Coins findet ihr bei IG4Hall. Checkt dazu einfach mal die Infobox ab. IG4Hall. Was geht ab, meine lieben Freunde? Und herzlich willkommen zu einem FIFA 17 Champion Battle Jackpot gegen den Danny, Alter. Was? Ja, was geht ab, Leute? Ja, was? Was für Champion Jackpot, was? Bruder. Ich hab den Namen vergessen auf einmal. Einfach Jackpot Battle, lol. Okay, was war das Jackpot denn? Battle. Herzlich willkommen zum Jackpot Battle, Leute, mit dem Danny hier, Pro Owns. Ja, was geht ab, Leute? Pro Owns ist auch am Start. Ja, Freunde, ihr habt euch ja alle mal nach langer Zeit wieder ein Video von uns beiden gewünscht. Und da ist ja, ist unwahrscheinlich, dass wir auch bei Fatal aufeinandertreffen werden. Eventuell, wenn ja, dann ist es so. Aber wenn nicht, dann seht ihr jetzt hier ein geiles Video von uns beiden. Auf jeden Fall werden wir das gleiche auch nochmal bei Danny aufnehmen. Das wird dann am Donnerstag kommen. Und ja, das ist eine Serie, hat der Danny erfunden. Und der wird euch jetzt mal so ein bisschen erklären, worum es so geht. Also die groben Feinzüge. Ich würde sagen, Danny, schieß los. Ja, Mann, ihr seht es ja hier. Wir haben beide eine 4-2-3-1-2-Formation. Haben uns ein Team mit 100 Chemie zusammengebastelt. Und es wird gleich so sein, dass wir die ganzen Spieler tauschen. Das heißt, kein Spieler ist mehr auf der richtigen Position. Da wird so ein bisschen durchgemixt in der Mannschaft. Und danach dürfen wir nacheinander Spieler wechseln. Dann sage ich zum Beispiel, ich tausche den Stürmer gegen den Torwart und. Und dabei ist das Ziel, dass man am Ende 7 Spieler wieder auf der richtigen Position hat. Und wer das als erstes hat, der hat den Jackpot, der darf am Ende mit seinem vollen Team spielen und der andere, der spielt mit einem komplett zusammengemixten Team. Das heißt, der hat auf jeden Fall ein heftiges Handicap. Jeder hat übrigens noch einen Joker, das heißt, einen Tausch darf man blocken und ja, danach geht es ins Match. Der Verlierer muss natürlich wieder ein paar Sachen discarden. Unsere Teams sehen heftig aus, von daher, hier kann auf jeden Fall was Heftiges discardet werden. Das wird auf jeden Fall spannend und ja, ich denke, das wären soweit die Regeln gewesen. Ja, also auf jeden Fall hat Danny gut erklärt. Den Rest werdet ihr ja gleich so im Laufe des Videos sehen. Dann würde ich sagen, mixen wir jetzt ein bisschen unsere Spieler und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, Leute, wir haben jetzt hier unser Team komplett durcheinander gewürfelt und jede Position, die man tauscht, ist halt kein Double. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt hier ZOM Griezmann wäre und Dings Son und ich sie wechseln würde, dann macht das keinen Sinn, weil ich gerade laber, aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Das geht schon wieder verrückt los hier, ey. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer hier anfängt, das erste Paar zu tauschen. Danny, ja, bist du bereit? Ja, ich bin ready. Okay. Warte, ich muss kurz überlegen. Ich bin so schlecht in Schnick, Schnack, Schnuck. Ich glaube, ich habe bisher jedes Mal verloren, deswegen. Okay, komm. Ja, komm. Schnick, Schnack, Schnuck. Faust. Stein, ja, ich auch. Okay, nochmal. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere. Ja, ich hab nochmal Stein. Ja, Mann, das erste Mal gewonnen. Scheiße. Ja, Mann. Okay, dann schau ich mal kurz die Mannschaft an. Was switche ich hier als erstes? Was macht Sinn? Ich nehme mal als erstes den. Torwart gegen den rechten ZDM einfach. Okay. Das ist schon mal fix, weil man den Keeper auf der richtigen Position hat. Ja. Ach ja, was ich noch zur Regel sagen muss, jetzt darf er nee, natürlich nicht den rechten ZDM und den Keeper tauschen, das hatte ich vorhin vergessen, die beiden sind erstmal geblockt jetzt. Ja, also ich darf ja genau, also ich darf jetzt aber auch nicht links Mittelfeld mit Torwart und sowas, das geht auch nicht, nach der Stürmer. Ja. Okay, alles klar, so, da müssen wir mal überlegen, also ich tausche dann mal boah, scheiße, Alter. Gar nicht so einfach. Ist so, ey. Ich tausche mal Rechtsverteidiger gegen Rechtsmittelfeld. Rechtsverteidiger gegen rechtes Mittelfeld. Okay. Ja. Dann nehme ich den. Wait. Stürmer gegen den Linksverteidiger. Stürmer, Linksverteidiger. Okay. Ja. Ich nehme linkes Mittelfeld gegen Torwart. Nein, dann gönnt er den Keeper nicht, okay. Ja, ich gönn nicht. Ja, aber ich gönn dir den Rechtsverteidiger nicht. Nimm mal den Rechtsverteidiger gegen den rechten Innenverteidiger. So. Okay, hab ich. Hier sehe ich noch was Freshes, ja. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Tauschen wir mal Innenverteidiger gegen den linken ZM. Den linken. Den linken Innenverteidiger, den linken ZM. Oh fuck, man, du hast mir so den Double versaut. Ich hatte gerade einen Double ready. Hast du so versaut. Ey, okay, was kann ich jetzt machen? Ey, ich glaube, ja, ich muss dir erstmal nochmal den Keeper wegnehmen. Ich muss den Stürmer gegen den Keeper einmal tauschen. Ey. Okay. Ja, wir haben noch den Joker beide ready. Der wird, ja, das ich, stimmt auch wieder. Langsam ist der brauchbar, glaube ich. Fuck, Alter, ey, ich bin so blind. So, tu mal, Mann, ich werde schon zum Araber. Ja, la, la, la.
Nehmen wir mal hier den linken Mittelfeldspieler gegen den ZOM-Spieler. Linker Mittelfeld gegen ZOM? Ja, genau. Ich warte mal kurz, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich benutze hier meinen Joker. Okay. Warte, dann... Nein, warte, das macht keinen Sinn, weil die beiden brauche ich als nächstes. Die dürfte ich ja jetzt auch nicht nehmen. Ey, das ist dumm gelaufen. Egal, ich mach den Tausch. Linker Mittelfeld gegen ZOM. Ich benutze den Joker doch nicht. Okay. Ah! Genau, die beiden brauche ich gerade. Was soll ich denn jetzt machen, Mann? Dann benutze ich den linken Innenverteidiger erstmal gegen den rechten Mittelfeldspieler. Ich glaube, das versaut ja auch erstmal was. Ja. Bist du fleißig am Mitzählen, wie viel du hast? Ja, ein bisschen so, aber auch nicht so viel. Okay, bei mir sieht's gerade gar nicht mal so schlecht aus, war schon, oder? Ach du Scheiße. Ich hab gerade nochmal nachgezählt, das ist nicht so schlecht. Ich hab ja jetzt noch meinen Joker, aber du halt auch. Wir tauschen mal den linken Verteidiger gegen den rechten Innenverteidiger. Nee, Mann, jetzt muss ich den Joker benutzen. Das wäre too much, wenn ich das jetzt auch noch tauschen würde. Das wird mir alles zerreißen hier im Team. Okay. Nehmen wir mal... Habe ich irgendwo ein Double oder so? Oh! Warte, wen hast du getauscht? Linksverteidiger gegen linken Innenverteidiger. Rechten Innenverteidiger, sorry. Okay, perfekt. Dann nehme ich den linken Innenverteidiger gegen den rechten ZDM. Okay. Und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist das Match durch, Bro. Was? Jackpot. Willst du mich gerade verarschen? Nee, hab tatsächlich, ja, 7 in einer Reihe. Ey, nein, als ob, Mann. Ey, ich war so durcheinander, Alter, was ist denn jetzt los? Ja, wie viele hast du denn? Hast du nicht mitgezählt die ganze Zeit? Warte, ich hab was überhaupt mit deinem Joker? Den hast du auch gar nicht benutzt. Ich hab 3. Ey, richtig reingeschissen, Alter. Hey, du kannst deinen Joker noch benutzen. Du kannst das, was ich gerade am Ende gemacht habe, kannst noch blocken, ne? Aber musst du wissen. Was hast du denn gesagt gehabt? Linker Innenverteidiger gegen rechten ZDM. Das kannst du noch blocken, wenn du willst. Nee, das passt so. Ist okay. Okay, warte, ich tausche mal alles. Ja, mein Team ist komplett 190. Alle auf voller Chemie. Ja, das Team steht. Ich bin gespannt, wie dein Team gerade aussieht. Digga, Alter, du hast mich komplett auseinandergenommen. Krass, ey, Mann. Das aber halt ist es nicht so, dass wenn ich einen Joker setze, dass ich dann einen Torwart ins Tor tun darf? Ah, das ist nochmal was anderes. Das stimmt. Hast du den Keeper gerade nicht im Tor? Nee, der ist gerade schön Stürmer, Alter. Ja, okay. Das ist nochmal was anderes. Das kannst du jetzt machen. Also du kannst... Eigentlich war es so bei der Serie, man muss Eigentore setzen, damit man das tauschen kann. Aber das ist ein bisschen zu hart. Deswegen habe ich das geändert. Das heißt, man muss Bronzespieler setzen. Das heißt, wenn du den tauschen möchtest... Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, dafür musst du im ZOM Bronzespieler benutzen, aber du kannst trotzdem jetzt Kopf oder Zahl machen, ob du das tauschen darfst. Weißt du, wie ich meine? Okay. Also willst du das machen gegen einen Bronzespieler? Willst du ihn setzen? Ja, ja. Ja, würde ich auch machen, warte. Aber warte mal, was kann ich denn mit dem Spieler machen, der gerade im Tor ist? Den tauschst du dann gegen den Stürmer quasi. Ah, okay, okay. Ich muss kurz mal... Ja, okay, ich mache es einfach so. Wir sagen 1 oder 2. Ich zeig eine 1 oder eine 2 in die Cam und du sagst 1 oder 2 und wenn du richtig liegst, darfst du tauschen und wenn nicht, dann darfst du nicht tauschen. Okay. Ich habe gerade keinen Zettel, komischerweise. Hast du die Zahl gezeigt? Okay, warte, ich zeig in die Kamera. 1 oder 2, was zeige ich? 1. Nein. Was heißt jetzt was? Ja, du hast Bronze ZOM, aber dein Keeper ist trotzdem gestorben. Du hast jetzt schon den ZOM ausgewählt? Ja, ja. Nicht dein Ernst, oder? Doch, aber das Ding ist, du darfst jetzt noch einen anderen Spieler quasi opfern, aber das Ding ist, das kann jetzt so lange gehen, wenn du nicht richtig redest, bis das ganze Team Bronze ist, sozusagen. Hast du den ZOM gegen den Bronze? Bist du sicher? Willst du nicht einen anderen tauschen? Nee, ich nehme schon den ZOM. Ey, Bro, das ist mein Griezmann, Totz! Was? Ja, scheiße, dann kannst du den aber gar nicht mehr discarden. Das hab ich doch gesagt, überleg dir nochmal, ne? Ich hab gewählt. Komm, wir verhandeln ein bisschen hier, Bro, ey, mach mal. Okay. Ja, wo sind wir hier auf Bazaar oder was? Ja, nur den ZOM jetzt raus. Bazaar, dann hat. aber du willst ja trotzdem Keeper auf der richtigen Position haben, ne? Ja, komm, einen Versuch mache ich danach noch, Alter. So, ich habe jetzt einen Bronzespieler reingepackt ins ZOM. Ja. Und jetzt nochmal die Chance, aber sagst du jetzt schon vorher, das macht ja dann keinen Sinn, wenn du vorher sagst, welchen Spieler du willst. Doch. Weil auch wenn du richtig triffst, du musst ja trotzdem tauschen. Ach so, okay. Weil das ist ja quasi dein Einsatz dafür, dass du es machst. Ja, okay. Also ich würde jetzt rechten Innenverteidiger nehmen. Okay. Okay, machst du's? Warte, ich zeig dir die Zahl in die Cam. Ja. Okay, zeig's in die Cam. 1 oder 2?
2. 1. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Der nimmt mich komplett auseinander, Alter. Ey, mein Gott, Alter. Was ist denn jetzt los hier, Leute? Nein, willst du nochmal? Nein, ey. Komm, aller guten Dinge sind 3. Ey, du nimmst mein ganzes Team auseinander. Egal, am Ende muss ich nichts abstoßen, nur so Bronzespieler. Junge, das ist ein bisschen broke. Ich muss Regeln einführen, dass man das nur 3-mal machen darf. Danach darf man nicht mehr. Neue Regeln, ab jetzt. Ey, du Wichser, Alter. Ey, aber. Okay, aber weißt du, wenn ich dann rausnehme, dann linken wir den Verteidiger. Warte, ich hol jetzt erstmal hier einen Bronzespieler, Alter. Eigentlich könnten wir auch voll pranken. Ich könnte einfach die ganze Zeit 3 in die Kamera halten oder so, ne? Da traust du dich aber nicht. Hey, warum glaubst du? Leute, ich habe jetzt hier einen Silber-Innenverteidiger reingepackt. Und jetzt habe ich noch einmal die Chance, das zu machen. Ich nehm's, weil ich kann nicht mit dem Torwart im Sturm spielen. Das könnt ihr komplett knicken, ey. Deshalb, du musst jetzt sagen, wen ich sonst wegpacken soll. Ja, linker Innenverteidiger. Okay. Dann feiere ich schon mal deine Innenverteidigung auf jeden Fall. Okay, 1 oder 2, ich halte die Cam. Ich nehme das hier. Am Arsch, Alter, ey. Leute. Ja? 2! Nein, falsch. Hey, halt deine Fresse, du prankst mich gerade, oder? Ich schwöre es dir. Als ob ich 3-mal hintereinander falsch 1 oder 2 sage. Ich bin Hobbypsychologe, Mann. Ich wusste, dass du 2 sagst. Ich habe 1 in die Kamera gehalten. Ey, ja, kaufe ich mir wieder ein, Leute. Ist gleich. Ey, das ist doch gerade nicht wahr, was hier abgeht, ey. Gleich Abwehrriegel, aber sowas von. Okay, Leute, ihr seht's gerade. Also sowas gab's auch noch nie, Mann. Ich habe jetzt einfach 3 Bronzespieler und hab meinen Torwart immer noch im Sturm, ey. Und weißt du, du wirst gleich sehen, wer im Tor ist, Alter. Oh mein Gott, Leute. Das wird was werden. Danny hat sein volles Team, volle Chemie und ich muss jetzt hier mit diesem Team spielen. Würde ich sagen, Leute, sehen wir uns jetzt gleich im Spiel wieder, Mann, ey. Danach, wie gesagt, wenn er 2 Spiele 3-0 gewinnt, muss ich 3 Spieler abstoßen. Personen suchen bearbeitet. Vermisst bei Xbox diese scheiß Sprachsteuerung an, ey. Das fuckt so ab. Ich weiß gar nicht, wie das ausgeht. Ey, ich glaube, ich wurde bestraft. Soll ich sagen, warum? Weil mir ist in der Folge aufgefallen, dass ich ein Double hatte. Von Anfang an. Ich hab's aber nicht gesagt. Ich schwör's dir, Alter. Da war's schon zu spät, wo ich das gesehen hab. Du Schieter. Und ich bin auch noch so dreist und sag, ja, wir tauschen den mal. Und dann wurde ich doppelt und dreifach gefickt, Alter. So, Leute, jetzt haben wir den Danny am Start mit seinem Team. Was hat er denn Schönes hier am Start? Ah, was ist das denn, Junge? Oh mein Gott, Alter. Ibra, Ronaldo, Pogba. Oh, Leute, das wird was werden, Mann. Egal, Abwehrriegel ist da. Los geht's. Ja, safe, Abwehrriegel. Was mit Pass? Was? Junge. Die halten sowas normalerweise nicht. Wattland im Sturm. Eieieiei. Ich glaube, heute Full Discard-Folge. So ein fresher Titel. Nein! Einmal diese Hacke zu Hacke, Alter. Ja, Mann. Der ist lit, Digga. Oh, da kommt da Alena. Egal, Longstone. Alles klar, Mann. Hey! Oh, nein, einfach war... schießen, der ist drin, ey! Was ist da denn los? Ist so! Leute, Alter, Mann! Toll. Dembele, bring die Flanke, die kommt! Ja! Was? Ach nein, du hast ja so. Das kann nicht sein, Mann! Das war. Hä? Du hast noch nicht mal einen Schuss, aber das ist ein Tor! Geil, ey! Was war das denn? Mit der Hand sogar, die Hand Gottes von Pepe, ey! Hey, der ganze Strafraum ist gelb, Mann. Man sieht nicht mehr Rasen überall. Ey, nein, ja, Alter! Nein, na, Tor. Ja. Oh, Hazard, Junge! Was? Nein! Jetzt ist es verkackt. Was? Was war das denn? Oh. Well, ja, Tunla! Geh noch dran da, Mann, ey! Ja! Der Sweaty! Gibt's dich noch einen weiteren Riegel, Alter, ey? Noch mehr als Abwehrriegel? Ja! Wie soll der dann heißen? Panzerriegel, ey! Nein! Ja! Wie geht der denn rein? Na, GG!
Der Apfelriegel hat aber lange gehalten, weil erst am Ende ist der so ein bisschen aufgegangen. Ja, am Ende ist der aufgelöst worden, der scheiß Riegel, ey. Leute, 6-1, das heißt, ich muss jetzt 5 Spieler abstoßen, Alter. Ja, aber du hast auch 3 Bronzespieler im Team, die könnte ich theoretisch auch treffen. Ja, aber Mann, ich zwei, hoffe es, zwei gute Spieler treffe ich safe eigentlich. Ja, Mann, ey. Scheiße, Leute, wir sehen uns gleich beim Abstoßen. So, Leute, ich habe jetzt mein Team durcheinander gewürfelt und der Danny darf sich jetzt, wie viel, 4 oder 5? 5, 6-1, also Differenz ist ja 5. 5 Positionen, die ich dann abstoßen muss, Alter. Bruder Stylo, Alter, wenn du das siehst, tut mir leid, Alter. Scheiße, okay, kannst anfangen. Na, schade, dass Griezmann und so nicht mehr dabei sind. Die wären auch geil gewesen. Puh. Aber du hast trotzdem noch ein paar gute. Ich nehme mal einmal den rechten ZDM und den linken ZDM. Okay. Ah. Das war's wohl mit Effenberg, Alter. Legende, ja. Discard? Ja, Legend Discard, Alter. 103.000 auf seinen Nacken, ey. Und der andere, okay. Bronze? Ja, Mann, der andere Bronze. Das war klar. Homeface great. Okay, noch 3. Ja. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger. Oh, nein. Ah. Rechtsverteidiger Hazard. Oh! Nein. Aber Linksverteidiger Bronze! Das kann doch nicht sein. Hä, du hast 3 Bronze-Karten, ich hab schon 2 getroffen. Ja, Mann, du hast 2 hast du getroffen. Okay, und jetzt der letzte Spieler. Hey, wenn ich dir jetzt auch wieder Bronze treffe, ne? Nimm mal den Torwart. Torwart, okay, ist auch der richtige Torwart, Butland. Okay, ja, ist auch nicht. Okay, Alter, ja. Also, hättest noch Kanté Team of the Season treffen können, Son 90er in Form, Lahm 95, aber ja, oha. Hast schon ein paar gute weggehauen, muss man sagen, auf jeden Alter. Fall. Ja, Freunde. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, Mann, es war richtig cool, Mann, was anderes so, ey, vor allem nicht mit diesem Handicap. Mal gucken, wie es bei Danny am Donnerstag aussehen wird, Leute, dort wird es dann hoffentlich die Revanche geben, Alter. Da müssen wir mal schauen, Alter. Auf jeden Fall eine coole Sache, eine coole Folge, Mann. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt den Danny aus, ich lasse ihm das Abschiedswort, ich verabschiede mich, haut rein und ciao. Ja, man hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich bin gespannt, wie weit wir beide bei Fatal kommen. Ich hätte Bock, dass wir bei Fatal vielleicht nochmal ein Rematch machen. Dann kannst du ja, auf jeden Fall nochmal gegen meinen Zlatan Ibrahimovic antreten. Ich habe heute 1-2 Sachen gemacht. Und du gegen meinen Hazard Tots, du Wichser. Ich bin gehypt, Digga. Macht's gut, ja, Leute. Mann. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sind raus, Leute. Ciao. Ciao.